eingebaut? Ja, die alle hier nicht. Zur Stelle. Löserstellung. Augen gerade. Aus. Löserstellung. Rührt euch. Fahnenzug. Achtung. Präsentiert. Zur Meldung an den Bataillonskommandeur. Augen rechts. Augen gerade, aus! Zu den Truppenfahnen, Augen, rechts! Fahnen, Marsch! Lösungsstellung, Augen gerade, aus! Hand hoch, Hand ab! Gelösungsstellung, rüber! Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Ihnen allen gilt mein herzlicher Gruß und mein Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen anlässlich unseres heutigen Gelöbnisses für die Rekruten des Sanitätsbataillons 6 aus Breitenburg-Nordoe und des Raketenartilleriebataillons 62 aus Kellinghusen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt verzichte ich an dieser Stelle auf die namentliche Begrüßung unserer zahlreichen Ehrengäste, möchte allerdings meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass neben vielen Repräsentanten des öffentlichen Lebens wieder sehr viele Eltern und Angehörige unserer Rekruten den Weg in die Kaserne gefunden haben, um ihren Söhnen, Brüdern und Enkeln bei der Ableistung des feierlichen Gelöbnisses beizustehen. Ihr Kommen ist für mich ein lebendiges Zeichen für die trotz aller Unkenrufe akzeptierte natürliche Einbindung der Wehrpflicht in unserem Staatswesen. Die vor Ihnen stehenden jungen Männer dienen für uns alle und empfinden es als ein Zeichen der Zustimmung für Ihren Dienst, wenn Sie, verehrte Gäste, heute zu uns in die Kaserne gekommen sind. Ich danke an dieser Stelle schon jetzt dem Heeresmusikkorps 6 unter der bewährten Stabsführung von Herrn Hauptmann Helms für die Untermalung unseres feierlichen Gelöbnisses. Die Bundeswehr steht derzeit in der Phase des größten Umbruchs ihrer 35-jährigen Geschichte. Viele stolze Verbände sind nur noch mit ihrer bevorstehenden Auflösung befasst und blicken wehmütig auf eine kurze, aber bewegte eigene Tradition zurück. Das Raketenartilleriebataillon 62 bleibt von Auflösung weitgehend verschont. Wir haben allen Grund, mit Zuversicht gestärkt in die neue Struktur zu gehen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute den ersten Kommandeur des Raketenartilleriebataillons 62, Herrn Oberstleutnant Außerdienst Thiele, als unseren besonderen Ehrengast begrüßen darf. Er hat das Bataillon von 1961 bis 1966 geführt und sich für heute bereit erklärt, im Zeichen ungebrochener Tradition zu unseren Rekruten zu sprechen. Herr Oberstleutnant Thiele, ich darf Sie bitten, das Wort zu ergreifen. Meine Herren, Kommandeure, meine sehr verehrten Damen und Herren, Soldaten des Sanitätsbataillons 6 und des Raketenartilleriebataillons 62. Ich freue mich, einem Wunsch des Kommandeurs des Raketenartilleriebataillons 62 nachzukommen, heute an Sie, meine jungen Bürger in Uniform, anlässlich Ihres feierlichen Gelöbnisses einige Worte der Begrüßung als Bürger von Kellinghusen an Sie zu richten. Vor 16 Jahren habe ich hier bei einem Gelöbnis in Kellinghusen gesagt, den Soldaten, Berufs- oder Zeitsoldaten, aber ebenso wie den Wehrpflichtigen, erwächst aus dem Grundgesetz heraus eine ganz besondere Verpflichtung. Wir alle wollen, dass diese unsere Verfassung und die in ihr verankerten Grundwerte allen Widrigkeiten standhalten. Dieser Wille muss aber stets die Bereitschaft einschließen, sie auch zu verteidigen, politisch wie auch im Auftrag der Regierung, letztlich auch militärisch. Wie glücklich dürfen wir uns alle schätzen, dass sich die politischen Verhältnisse so gravierend verändert haben, dass wir von einer wahren Entspannung und damit der Verminderung eines Risikos sprechen, und weiterhin in Frieden und Freiheit leben können. Der Friede ist es, der uns Menschen heute eine große Aufgabe stellt. Eine Aufgabe, die zu ihrer Vollendung alle Energie, Intelligenz, Opferbereitschaft und den Mut von uns allen braucht. Es gilt, eine Welt zu schaffen, in der die Worte Krieg, Gewalt und Unterdrückung keinen Platz mehr haben. Sie kommen, meine jungen Soldaten, aus verschiedenen Gegenden der Bundesrepublik Deutschland. der eine aus dem Rheinland, der andere hier aus Schleswig-Holstein. Sie kommen aber auch aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und sie erleben vielleicht das erste Mal, dass sie mit Menschen, die ihnen bisher völlig fremd waren, nunmehr Tag und Nacht auf engstem Raum zusammenleben müssen und empfinden das als eine gewisse Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Dazu möchte ich Ihnen als der Ältere sagen und den Rat geben, nutzen Sie diese Zeit, um mit Ihren neuen Kameraden ins Gespräch zu kommen. Lernen Sie die Nöte und Sorgen der anderen kennen und üben Sie Toleranz in der Beurteilung anderer Menschen. Meines Erachtens werden Sie kaum wieder die Gelegenheit finden, mit Menschen verschiedener Herkunft und Landsmannschaft so eng zusammenzukommen. Nutzen Sie aber auch die Zeit Ihres Wehrdienstes, um Land und Leute hier in Schleswig-Holstein kennenzulernen. Verzichten Sie ein- oder zweimal während dieser Zeit, ich weiß, dass es Ihnen sehr schwer fallen wird, auf die Fahrt in Ihre alte Umgebung. Hamburg, Kiel oder Lübeck, der Norden Schleswig-Holsteins oder Mecklenburgs liegen so nahe und bieten Ihnen eine Vielfalt an Kunst und Schönheit der Natur, dass es lohnt, auch diesen Teil Ihres Vaterlandes kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit sowie Glück und eine friedliche Zukunft. Ich danke Ihnen. Heute hier, um feierlich vor ihren Eltern und anderen Angehörigen unserer Gesellschaft zu geloben, Recht und Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie tun dies mit der gleichen Gelöbnisformel wie ihre Väter, wenn diese bereits wie sie Dienst in der Bundeswehr geleistet haben. Die Rahmenbedingungen für soldatisches Dienen in unserem Vaterland haben sich allerdings grundlegend geändert, wie Herr Oberstleutnant Thiele bereits in seiner Ansprache erwähnt hat. Die Gelöbnisformel hat jedoch nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt. Unstreitig ist, dass die Bundeswehr als ein Instrument der Sicherheitspolitik unseres Landes allein durch ihre Existenz in den vergangenen 35 Jahren ihres Bestehens uns allen zu mehr Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Wohlstand und Pluralismus verholfen hat. Ist der Ost-West-Konflikt nicht zuletzt dank unserer glaubwürdig demonstrierten Verteidigungsbereitschaft in sich zusammengebrochen und unser Vaterland damit nicht länger potenzieller Kriegsschauplatz einer militärischen Auseinandersetzung zwischen konkurrierenden Gesellschaftsordnungen? Abrüstung ist endlich Realität geworden und nicht länger nur, wie häufig empfunden, nur Gegenstand von Sonntagsreden. Auch für uns Soldaten ist dies ein Grund für uneingeschränkte Freude, denn niemand hat besser gewusst, welche verheerenden Folgen mit dem Ausbruch eines Krieges in Zentraleuropa verbunden gewesen wären. Trotzdem leben wir heute auf keiner Insel der Seligen. Denn neue Risiken in einer kleiner gewordenen Welt haben die Bedrohung aus dem Osten für uns alle deutlich ersichtlich abgelöst. Noch scheint es so, als ob militärische Sicherheitsvorsorge an Gewicht verlieren würde. Aber der Schein kann trügen. Die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung auf unserem Territorium ist deutlich geringer geworden. Was jedoch keinesfalls bedeutet, dass wir von Krieg in anderen Regionen für alle Zeit unberührt bleiben werden. Auf die Fähigkeit, auch militärisch reagieren zu können, sollten wir nicht leichtfertig verzichten. Eine Demokratie ohne Wehrhaftigkeit ist für mich in einer immer kleiner werdenden Welt voller neuer und alter Risiken kaum vorstellbar. Deshalb bleibt auch die allgemeine Wehrpflicht, der Sie, meine Soldaten, sich gestellt haben, die Grundlage für die Demonstration unseres Selbstbehauptungswillens. Der Einsatz von Streitkräften zur Verteidigung unserer Interessen wird auch in Zukunft das absolut letzte Mittel bleiben. Doch je schärfer wir das Schwert halten, desto sicherer seine abschreckende Wirkung, womit wiederum die Unwahrscheinlichkeit des Einsatzes steigt. Diese Binsenwahrheit wird auch für den Rest dieses Jahrtausends und darüber hinaus seine Gültigkeit behalten. Die politischen Verhältnisse haben sich zwar bei uns gewandelt, aber sie sind dadurch nicht weltweit sicherer geworden. Nun ist in vielen Gesprächen, die ich auch mit Ihnen geführt habe, die Befürchtung laut geworden, nach Wegfall der unmittelbaren Bedrohung unseres Territoriums könnte die Bundeswehr in einen Konflikt außerhalb unserer Grenzen hineingezogen werden. Meine Soldaten, solange wir eine allgemeine Wehrpflicht haben, wird die Entscheidung zum Kampfeinsatz deutscher Soldaten die verantwortungsvollste und folgenschwerste Entscheidung sein, die ein gewählter Volksvertreter seinen Wählern zu begründen haben wird. Mit anderen Worten, solange der eigene Sohn oder Schwiegersohn betroffen sein könnte, ist in jedem Fall sichergestellt, dass niemals leichtfertig eine militärische Konfliktlösung unter Beteiligung der Bundeswehr politisch befürwortet wird. Deshalb ist es so wichtig, dass in diesem Staat an der allgemeinen Wehrpflicht festgehalten wird und nicht nur in unserem Interesse, sondern im Interesse einer friedlichen Lösung der bevorstehenden Konflikte auf dieser Welt Sicherheit nicht als Konsumgut erkauft werden kann. Schon immer haben wir es als unsere Aufgabe empfunden, dazu beizutragen, dass Frieden bewahrt oder wiederhergestellt wird. Dazu sind wir in einem starken Bündnis demokratischer Staaten mit vergleichbarer Werteordnung eingebettet und wir sollten keinen Zweifel lassen an unserer Verlässlichkeit im NATO-Bündnis. Sie, meine Rekruten, haben sich dem Wehrdienst gestellt und genügen damit einer staatsbürgerlichen Pflicht in der guten Tradition ihrer Eltern und Großeltern. Ihr Dienst trägt mit dazu bei, dass wir auch weiterhin in Recht und Freiheit in einem friedlichen Europa leben können. Es kann keinen Frieden ohne Freiheit geben. Die Ereignisse um die Vereinigung unseres Vaterlandes haben dies schmerzhaft verdeutlicht. Meine jungen Kameraden, lassen Sie sich nicht beirren von denen, die ihren Dienst gering achten und ethisch-moralisch abqualifizieren wollen. Sicherlich gibt es neben dem Dienst in den Streitkräften auch andere Möglichkeiten, diesem Staat und seinem Volk zu dienen. Wir sollten den jungen Männern den Respekt nicht versagen, die sich mit der Anspruchnahme ihres Rechtes auf Verweigerung des Kriegsdienstes für einen zivilen Ersatzdienst entschieden haben. Doch die von den Vätern des Grundgesetzes gewollte Normalität ist der Wehrdienst. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Lassen Sie sich aber als Soldaten auf keinen Fall in die Ecke der moralischen Minderwertigkeit drängen, mit dem Zwang, Ihre Entscheidung zur Wehrpflicht begründen zu müssen. Die Wehrpflicht ist und bleibt aktiver Friedensdienst. Die Legitimation der Streitkräfte erwächst aus unserem Auftrag, für die Erhaltung des Friedens einzutreten und wenn nötig die Menschenrechte, Gerechtigkeit und Freiheit auch militärisch zu bewahren oder wiederherzustellen. Die Verteidigung unserer Freiheit muss Aufgabe des ganzen Volkes bleiben und sollte nicht einer kleinen, gut bezahlten Berufsarmee übertragen werden. Ich, meine Soldaten, bin stolz darauf, mit Ihnen gemeinsam in einer Wehrpflichtarmee Recht und Freiheit des deutschen Volkes gegen Unrecht und Unfreiheit in der Welt verteidigen zu helfen. Solange Sie hier stehen und vor Ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten das Gelöbnis auf unsere Verfassung ablegen, werden wir der breiten Zustimmung des ganzen Volkes für unseren soldatischen Dienst und vor missbräuchlichem und unverantwortlichem Einsatz sicher sein können. Sie, meine jungen Soldaten, stehen am Beginn des Wehrdienstes. Im Namen Ihrer Vorgesetzten fordere ich Sie auf, leisten Sie ihn soldatisch diszipliniert und selbstbewusst. Ihr Dienst hat auch in Zukunft Sinn und Würde. Seien Sie sich dessen bewusst im Angesicht der Truppenfahne und zum Klang unserer Nationalhymne. Abordnungen! Vortreten! Stillstand! Fahnenzug! Achtung! Präsentiert! Zu den Truppenfahnen! Augen rechts! Soldaten, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ich stelle fest, dass Sie sich mit dem Ablegen des feierlichen Gelöbnisses bekannt haben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und bereit sind, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Abordnungen, Zutritt! Meine Damen und Herren, im Anschluss an diesen Empfang darf ich die geladenen Gäste zu einem kurzen Empfang in das Casino bitten. Ach, möchten Sie das wissen? Mhm. Er hat noch viel zu lernen. Und ich möchte ihm nicht im Wege sein. Okay.